Hallo und herzlich willkommen zurück zu Thief. Und ja, ihr seht es jetzt hier, es ist keine Facecam mehr vorhanden. Das liegt einfach daran, dass das jetzt eigentlich nur ein kleiner Test war, bei Thief zumindest. Und ja genau, das war halt nur ein kleiner Test jetzt hier. Und ich denke, wir haben auch das Gruseligste, nenne ich es jetzt mal, überstanden, weil wir müssen jetzt eigentlich, denke ich, nur noch hier von den Kreaturen. Ich meine, es ist jetzt nicht wirklich. Ich denke jetzt nicht, dass ein großer Schocker kommt. Und wenn, dann sieht es halt einfach, das war jetzt einfach nur ein Test. Also nicht mir jetzt böse sein, wenn jetzt keine Facecam mehr da ist. Und ich habe ein nächstes Projekt schon geplant. Da möchte ich gerne eine Facecam verwenden. Das dürfte auch nicht zu lange dauern, aber ich weiß noch nicht, wie das Projekt dann auch ankommen würde. Und ja, wir probieren es einfach aus. Es dürfte auch nicht zu lange dauern. Solche Spiele dauern eigentlich nie endlos lang. Und ja, ich denke, die sind ganz lustig jetzt mal zwischendurch. Es ist nicht 8-Bit-Boy. Okay, dann waren wir hier zwar schon, aber anscheinend hat er mir wieder einen Strich durch die Rechnung. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade wieder hier gespawnt, obwohl wir schon in der letzten Folge noch weitergelaufen sind. Dann mache ich hier mal das Tor hoch und dann geht's los. So, ein Möhnchen gibt ein Tönchen. Voll. Hallo? So. Kurz mal bei mir ein bisschen lauter drehen. Na lauf. Los, hier einen mitnehmen bitte. Ja, warum bleibe ich denn hier hängen? Ich bleib am Mond hängen. Das ist Mondfinsternis. Okay, der war jetzt richtig schlecht. Richtig schlecht. So. Achso, ja, genau. Hier geht's zurück, weil hier glatzt. Jetzt streichelt er sich über die Glatze. Okay. Und ich soll auf jeden Fall mal alle Maximilianen grüßen. Hallo Maxi, hallo andere Maxis und hallo du. Genau du, ja. Weißt du Bescheid? Gefängnisregeln, die haben wir schon gelesen, soweit ich weiß. Patienten nicht nähern, nicht ansprechen, nicht kennen wir. Geht's hier weiter? Wurde Aaron tatsächlich hier festgehalten? Ich muss alle Zellen überprüfen. Sollen wir das nochmal machen, ernsthaft? So zum Kotzen. Das ist für ein Speicherpoint hier unten. Ach du Held. Ach ja, der Garrett. Nahrung. Spritze. Was zum Lesen, was wir schon gelesen haben. Aggressionen. Und zurück. Da unten blinkt noch was, oder? Nein. Gut, dann geht's hier mal weiter. Geht's überhaupt weiter? Hinten ist eine Ölpfütze. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, wenn wir hier rennen, aber ich tue es einfach. Ich habe schon einige Kerker gesehen, aber sowas noch nie. Tja. Wir gehen diesmal hier runter. Erstmal in Schleichmodus. Nicht die Dinger kaputt machen, sonst erkennen die uns wieder. Ist nicht gut. Das muss hell bleiben, oder? Ja. Gut, okay. Ich habe eigentlich gedacht, ich kann hier noch. Aber ich hätte ja mal gucken sollen. Hier ist kein Licht. Hey, dann guckst du nicht, wenn du das Lichtschalter anmachst. So, mein Freund. Hey. Bitte was? Ah, du. Ah. Ja, ist okay. Nein. Du Schwein. Ladebildschirm. Es sind schon wieder 3 kostbare Minuten von dieser Folge einfach kaputt gegangen wegen meiner Intelligenz. Ach man, das ist doch uncool jetzt hier, nur wegen. Okay, dann machen wir das nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Vielleicht auch nochmal. Ist denn, dass wir das Ganze nochmal machen müssen? So.
Warum speichert der den Speicherpoint da vorne? Nimmt er einfach nicht an. Nimmt er einfach nicht an. Er nimmt ihn einfach nicht an. Hier ist unser Inventar voll. Es gibt so viel Mohn hier, ich weiß nicht. Vielleicht ist es für einen Mohnkuchen. Hallo. Alter, braucht das lang. Was gibt's denn hier? Ah, ist der Fokuspunkt. Den wir eigentlich schon hatten. Und hatten auch schon was verbessert, ne? Wir wollten nämlich Tarnung. Haben wir auch gemacht schon. So, das haben wir jetzt. Zack. Zack. Zum dritten Mal. Und zack. So. Dann sollte es jetzt auch mal weitergehen, endlich. Ja, dann gucken wir das hier so, dann wieder raus. Dann haben wir das auch nicht mehr offen stehen, weil sonst steht es wieder hier. Wurde Aaron tatsächlich hier festgehalten? Ich muss alle Zellen überprüfen. Ja, alle Zellen überprüfen. Mach das mal. So. Aggression. Schließen. Was, weißt du, was wir jetzt machen? Ja, weißt du das? Genau du. Ja, ich habe schon einige Kerker gesehen, aber sowas noch nie. Wir gehen jetzt hin und speichern jetzt mal Manuel. Hallo Manuel. So. Jetzt bin ich gespannt, was er mir jetzt sagen will. Jetzt trotzdem wieder hier runter. Hihihi. Ich will schnell den Pfeil. Oh no, eine Spritze. Ist auch gut. Hau die Spritze in die Ritze. So. Hihi. Einmal hier runter, bitte. Und ich habe ein bisschen eine heißere Stimme. Weil mir ist ganz heiß. Nein, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen muss ich jetzt leider erstmal auf den Klub trinken. Bis gleich. So, gleich wieder da. So. Ich weiß nicht, ob sie es auch jetzt besser gemacht hat. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Und ich höre mich an wie ein altes Reifeisen. Reifeisen. gut. Nein. Nein. Das sind die Penner, die uns das letzte Mal einfach. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, Mann. Die kann ich ja nie ablenken. Irgendwie. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein, komm, du kannst. Alter, Garrett, der bleibt überall hängen heute. Hehehe. Alter, was ist denn das für ein. Garrett, psst, Mann. Alter. Oh. Schlösschen, knacken. Notfalls. Nein. Wenn es geht, nicht verknappen. Dass der gute Mann hier noch hört und uns dann abschlachtet wieder mit dem riesen ungeschnittenen Fingernägel. Dann steht bestimmt gleich einer hinter uns und bombt uns weg. Sticht uns ins Auge, Alter. Das wäre nicht so geil, ne? Das wäre nicht so geil. Oh, das nervt ein bisschen, ne? Wenn man immer das genau vor der Kiste steht und dann hält er sich da, krabbelt er dann ran. Ja. Verbrenne im Licht. Ich weiß nicht, wenn der jetzt im Licht steht. Na, ist zu gefährlich, oder? Wie geht's hier mal ran? So, hat er das jetzt gemerkt? So, er sieht jetzt hier, dass Licht ist. Geht jetzt hier und verschwindet. Der andere wundert sich, weil der jetzt auch Licht ist. Ach, und ich glaube, wir haben die Schwäche. Die mögen einfach kein Licht. War eigentlich klar. Nein. Warum gehen die Lichter wieder aus, ey? Was soll denn der Mist? Ach ja.
zu, mein Freund. Hallo? Warum habe ich kein Ziel? Toll, das bringt jetzt auch nichts. Gut, das war knapp. Ich habe mich verdrückt. Wie immer. Ich glaube, ich werde mich gleich verdrücken. Ja, jetzt geh doch mal. Ja. Nummer 1 ist weg. Okay, wir können die verbrennen, aber so viele Pfeile haben wir nicht. Also müssen wir. Jetzt, ich Idiot, ich will immer. Das ist dumm. Weil normal denkt man ja, man schleicht so, aber der steht so auf. Weil man schleicht ja schon in gewissermaßen so, aber er kann ja nochmal schleichen. Der schleicht sich gleich. Hey Meister! Ja, easy going, hoffe ich. Tschüss. Heute gibt's verbrannten Mensch. Ist keiner. Was denn? Habt ihr? Ich hab keinen gesehen. Wie schnell die aber auch einen merken, Alter, die vier. Was sind das für hässliche Gestalten, hä? Du Leucht. Heini. Aber bestimmt bei Eon. Die neuen Sparlampen in den Augen. Sorry, Eon. Hä? Was ist mit dir los? Ja! Wer, das geht jetzt nicht mehr. Hat er sich verpisst? Ja, hat sich verpisst. Oh. Sehr cool, wir können hier hoch. Anders als wenn hier das Loch ist von den Verrückten, ist es nicht so geil. Aber besser als nichts. Und ich habe das Gefühl, die sind nicht weg, wenn die da reingehen. Nur wenn wir die endgültig auslöschen. Hier schon wieder einen, das kann ja nicht sein. Nein, jetzt geht er da raus, ich krieg. Ein Anfall. Es müsste noch ein paar Feuerpfeile geben hier. Hallo. Meister. Jetzt dreh dich doch um, das da hinten gibt's nichts. Nicht was. Ist gleich einer hinter mir wahrscheinlich. Nein. Kollege, komm mal wieder. Hier kann ich den auch nicht. Doch hier könnte ich ihn verbrennen. Der läuft aber nicht hier hin, oder? Der muss hier hinlaufen, Mann. Hallo. Grillabend. Pasta. Nee, das passt nicht. Nee, Pasta. Ist der Kollege jetzt hier unten weg? Alter, ich hab doch... Bitte geh jetzt hier unten rein, dann kann ich den verschüren. Oh, Alter. Nee. Scheiße. Hihi. Kommt der hier hoch? Hallo. Idioten. Hätte ich jetzt genug Feuerpfeile, hätte ich die alle verbrannt. Hab ich aber nicht. Explosionspfeil ist doch auch geil. Bam, voll da unten reingesammelt. Machen wir jetzt mal. Ich will den genauen Headshot verpassen. Boah, leck mich am Arsch. Das hat geklappt. Heftig, wir haben zwar Schaden bekommen, aber YOLO. So, Junge.
Feierabend. Es gibt gleich Barbecue, mein Freund. Na, willst du nicht hier durch die Pfütze laufen? Dreh dich nur nicht rum. Hier ist doch... Willst du doch... Hier? Hehe, hallo. Ich lieb dich nicht. Er hat uns aber nicht gecheckt, dass wir... doch. Hätte ich genug, wie gesagt, hätte ich genug Feuerpfeile, wäre das easy. Easy peasy in the cheesy. Ich labe hier schon wieder einen Müll zusammen. Das ist nicht feierlich, mein Freund. Ah, das ist nicht feierlich. Jetzt geht er hier lang, Mann. Nein. Das ist nun mal ganz rein physisch, obwohl das nichts damit zu tun hat. Guckst du jetzt mal, was da ist? Guckst du mal, was da ist? Guckst du mal, was da ist? Guckst du mal, was da los ist? Guck mal, was da los ist. Ich guck auch mal mit. Oh, alles da. Was macht der? Was? Jetzt ist er wieder weg. Hä? Was ist mit dem falsch? Jetzt taucht er gleich wieder hinter mir auf. Ich gehe hier weg. Das ist, wird mir zu dumm. Der ist doch nicht mehr ganz... Wir müssen aber nur da runter, ne? Oder heißt es, wir müssen alle ausräumen? Nö, ne? Weißt du nicht. Hehe. Hehe. Ja, ja. Bitte sag, wir müssen nicht weiter. Komm. Jetzt hier einmal den hier. Weil so viel wie es hier gibt. Bitte sag, wir müssen. Hätten die nicht alle. Also müssen die nicht alle töten, sagen wir so. Anheben, anheben, anheben und wieder geben. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir jetzt weiter sind. Ob es das vor allem war mit den Kollegen? Das ist die Frage. Oh! Oh! Was? Nein, 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 nein! Jetzt sind wir sowas von tot. Was? Was ist hier passiert, Aaron? Warst du das? Moment. Was? Komm ich nicht drauf klar. Nächste Folge, ne? Wisst ihr Bescheid. Haut da rein und ciao. Danke fürs Zuschauen.